Ein Nutzer hat mir empfohlen, mir doch mal das Programm Ease Us To Do Backup Free anzuschauen. Kurz danach hat mich sogar die Affiliate-Abteilung des Herstellers angeschrieben. Also ihr habt hier vollen Grund, meiner Bewertung zu misstrauen. Ich habe ja einen Affiliate-Link in der Videobeschreibung und würde also mitverdienen. Ich war aber mal so frei und habe mir die kostenlose Version angeschaut und gar nicht die Bezahlversion. Wir werden auch kurz nochmal über ein Feature der Bezahlversion reden, aber im Grunde geht es jetzt hier um die kostenlose Version. Wenn ich mir auf diesem Kanal Backup-Programme anschaue, dann habe ich immer eine Liste mit Sachen, die mir einfach wichtig ist. Darunter zählt eine Verschlüsselung, die Komprimierung, Versionierung, ob der Restore funktioniert und ob es bei Problemen einen Alarm an den Benutzer gibt. Das alles kann ich jetzt schon mal sagen, erfüllt das Programm so einigermaßen. Also schauen wir uns mal den ersten Punkt, die Verschlüsselung an. Den habe ich jetzt sowohl auf meiner Pro- als auch auf meiner Negativliste stehen. Warum ist das so? Naja, ich gehe mal hier in meine Backup-Optionen rein und wenn ich hier auf die Backup-Options gehe, dann habe ich hier eine Verschlüsselung zur Auswahl. Alles gut? Nein. Und zwar liegt das daran, dass im Handbuch steht, man sollte doch bitte ein Passwort unter 15 Zeichen wählen. Hä? Ich habe erst gedacht, mein Englisch lässt mich im Stich, ich habe das in irgendwelche Übersetzer eingegeben, aber da ja, wurde die Übersetzung genau wie sie ist rausgegeben. Man soll wirklich ein Passwort unter 15 Zeichen nehmen. Ich wollte es einfach nicht glauben, habe nochmal meinen Pressekontakt angeschrieben. Auch der hat mir bestätigt, dass ich das doch bitte tun soll. Es gibt auch zwei Seiten, also ich kann jetzt nicht von einem Fehler ausgehen, nämlich auf zwei Seiten ist das hier beschrieben. Einmal hier bei so einem Guide less. Wenn, also weniger als 15. Ja, und der Satz ist an sich auch nicht so schlüssig, aber gut. Lassen wir das jetzt. Die Empfehlung ist also eine Katastrophe, unter 15 Zeichen ein Passwort zu empfehlen. Es geht auch mehr natürlich, aber ich möchte doch mal ein großes Fragezeichen hinten dran machen, wie man der Verschlüsselung trauen soll, wenn solche kuriosen Tipps hier gegeben werden. Zudem ist ja auch keine Anzeige, wie sicher das Passwort gewählt wurde. Okay, so viel zur Verschlüsselung. Müsst ihr euch halt ein Bild machen, ob ihr der vertrauen wollt. Dann habe ich hier noch ein Problem festgestellt, ich habe hier ein Backup eingerichtet und habe eigentlich gesagt, wenn ich mal auf den Plan gehe, dass diese ganze Backup-Art ja inkrementell sein soll. Allerdings kann man das nur beim Schedule, also bei der Einplanung einstellen. Das wiederum heißt, dass ich manuelle Backups immer als Full Backup mache. Keine Ahnung, warum das so ist. Total ärgerlich, braucht viel zu viel Platz und lässt mir wenig manuelle Eingriffsmöglichkeiten, wenn jedes Mal ein Full Backup erstellt wird. Muss aber nicht zwangsweise ein Problem für euch sein, wenn ihr eh nur die Einplanung nutzt. Kommen wir zum Recovery, da können wir auch gleich noch eine andere Frage bei beantworten, nämlich die Versionierung. Ich habe jetzt hier mal den Windows-Laufwerksbuchstaben umgestellt und was sehen wir da? Er findet sein Image nicht. Naja, aber er hat immerhin ein Vorgehen, was man dann tun kann. Man kann nämlich hier auf Browse gehen, geht dann auf den Stick, also den findet er nicht, weil ich mit Absicht mal den Laufwerksbuchstaben geändert habe. Und hier gehe ich dann auf File Backup und kann dann so ein Image eben auswählen. Ich wähle mal hier die letzte Version aus und jetzt fragt er mich nach meinem super sicheren unter 15 Zeichen Passwort. Und ja, hier oben beantwortet es dann die Frage über die Versionierung. Ja, das Programm versioniert, passt also. Ich kann jetzt hier also die Dateien einzeln durchgehen. Hier oben stelle ich ein, aus welcher Version ich meine Datei gerne recovered hätte. Kann auch, wie gesagt, einzelne Dateien hier jetzt bis auf einzelne Dateien hier runtergehen und sagen, ja, ich möchte aber nur die Datei, die hier zum Beispiel. Na, und hier oben kann ich dann, ja, die Version auswählen, die ich haben möchte. Ist also völlig okay. Versioniert wird, es wird auch recovered vernünftig. Was auch noch interessant ist, ist die Option Image Reserve Strategy. Dann kann man auswählen, wie viel er vorhält. Das finde ich ganz okay. Dann kann man einfach sagen, naja, älter als 6 Monate brauche ich dann auch keine Dateien mehr unbedingt. Das spart dann wieder Platz. Ist nicht so feingranular, wie es andere Backup-Programme möglich machen, aber ist schon ganz okay. Was mir auch immer wichtig ist, wenn was schief geht, dann sollte das Programm alarmieren. Deshalb habe ich jetzt hier auch mal den Laufwerksbuchstaben geändert. Ich drücke mal hier auf Backup und hier unten sehen wir dann schon, wenn es nicht funktioniert, bekomme ich immerhin eine Warning. Ich kann auf Retry drücken, würde er jetzt aber auch automatisch machen. Also ich bin jetzt quasi dran, das Problem zu lösen. Ich bin zwar immer wieder erstaunt, dass die ganzen Backup-Programme sich darauf verlassen, dass sie einfach einen Laufwerksbuchstaben nehmen in Windows und darauf backuppen. Die müssen doch eigentlich wissen, dass der sich permanent ändern kann und ich dann ein Problem mit meinem Backup bekomme. Da gibt es auch Programme, die können das, haben das eleganter gelöst. Ja, aber in dem Fall wieder der Laufwerksbuchstabe und dann natürlich wieder mit Problemen verbunden. Ich kann dann einfach hier reingehen und ja, das Ziel hier unten einfach ändern. Ich habe es jetzt hier auf T geändert. Das bietet er mir hier gar nicht an. Nerv.
Also Wasser T hatte ich doch hier genommen. Ja, liegt auf T, das heißt, ich muss jetzt hier wieder reingehen, T auswählen, okay, save. Allerdings wird dann das Backup wieder von vorne ausgeführt. Also schön ist das Ganze nicht, ich hätte jetzt auch den Laufwerksbuchstaben einfach zurückändern können. Was mich auch noch gestört hat, kein SFTP oder WebDev. Also in der Bezahlversion, wenn ich jetzt hier nochmal in meinen Backup-Plan reingehe, kann ich da quasi auch auf die Cloud sichern lassen, indem ich hier drauf gehe und Offsite-Copy sage. Allerdings nur mit SFTP, nicht mit FTP, nicht mit SFTP, das heißt ohne Verschlüsselung, würde ich euch auch nicht empfehlen. Gut gefallen wiederum hat mir die Option, dass Backups auch nachgeholt werden können, wenn zum Beispiel der PC zu dem Zeitpunkt, wo das Backup hätte laufen sollen, einfach ausgeschaltet war, dann kann ich sagen run missed backup at system startup. Also die Hauptpunkte Verschlüsselung, Versionierung, Restore, Alarm bei Problemen erfüllt alle, zudem können Backups nachgeholt werden. Einen komischen Eindruck hat diese Verschlüsselungsthematik hinterlassen. Auch das Ausführen von manuellen Backups, dass die immer ein Full Backup machen, macht keinen guten Eindruck und das Fehlen von Standards in der Bezahlversion. Wer jetzt aber auf diese ganzen Dinge keinen Wert legt und auch sich damit anfreunden kann, dass er vielleicht den Laufwerksbuchstaben mit einem Trick allen feststehend machen muss oder halt immer wieder mal darauf achten muss, dass der immer auf dem alten Wert steht, für den ist das Programm durchaus wahrscheinlich empfehlenswert. Es hat halt einen hohen Platzverbrauch, dadurch, dass die inkrementellen Backups nicht besonders platzsparend gemacht werden. Aber es sollte auch wenig eine Rolle spielen, da Storage ja nicht mehr so viel kostet. Ob ihr die Bezahlversion braucht, kann ich euch nicht beantworten. Schaut aber auf jeden Fall mal nach Voucher und Coupons. Den Standardpreis solltet ihr wirklich nicht bezahlen.